Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch mal den Car2RC-Glitch zeigen. Ja, dafür braucht ihr einfach nur ein gemoddetes Auto, welche Tuning ihr auf das RC-Bandit übertragen wollt. Und ja, wenn ihr das habt, dann steigt einfach in das Auto rein und fahrt mal in die Tuning-Werkstatt. So, seid ihr dann in der Tuning-Werkstatt angekommen, dann müsst ihr einfach nur irgendwas am Fahrzeug ändern, am besten die Panzerung. Ist egal was, einfach irgendwas ändern, dann steigt ihr aus dem Fahrzeug aus. So, nun seht ihr den Jobkreis. Den werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Ja, ihr müsst das jetzt, ist jetzt ein kleiner Timing-Part, ihr müsst an den Rand von dem Kreis hingehen und ihr seht, ihr habt jetzt gerade oben die Meldung, Steuerkreuz rechts zum Beitreten. Wenn ihr noch ein Stückchen nach vorne geht, so wie es jetzt bei mir gerade der Fall war, dann verschwindet die Meldung und dann müsst ihr Steuerkreuz rechts drücken, um den Job beizutreten. Und dann seht ihr das schon. Ich habe das jetzt gerade verkackt. Ich probiere es jetzt nochmal. Also ihr müsst jetzt zum Rand von dem Kreis gehen. Jetzt habt ihr gerade noch die Meldung. Die Meldung muss oben links verschwinden. Gehen wir noch ein Stückchen nach vorne. Okay, jetzt ist es verschwunden. Steuerkreuz rechts drücken. Und ihr seht schon im Hintergrund, dass der RC-Bandito sich gemoddet hat. Ja, das war's auf jeden Fall schon. Jetzt müsst ihr einfach nur noch zum RC-Bandito hingehen und ja, dort einfach irgendwas ändern. Ist auch ganz egal was, ob Panzerung oder irgendeine Aufrüstung. Einfach irgendwas ändern, so dass es das halt abspeichert. Und ja, das war's auf jeden Fall schon. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.